Warum musst du so gemein sein, Amanda? Du magst beliebt sein, du magst den perfekten Körper und ein schönes Gesicht haben, aber du hast den Mund des Monsters. Aber bevor ich weitermache, stellt doch sicher, dass ihr liked und abonniert und die Glocke aktiviert. Sonst könnt ihr auch mit einem Monstermund enden. Als ich eingeschult wurde, war ich so schüchtern, dass ich mit niemandem gesprochen habe. Ich erinnere mich an den ersten Monat, als wäre es gestern. Ich fand mein Klassenzimmer und setzte mich in den hintersten Teil des Raumes und versuchte, so unauffällig wie möglich zu sein. Ich hoffte, indem ich ganz hinten sitzen würde, dass niemand mich bemerken würde. Aber leider wollte meine Lehrerin das nicht zulassen. Ich meine, ich verstehe wirklich nicht, was ihr Problem war damit. Guten Morgen, du musst die Neue sein. Bitte steh auf und stell dich der Klasse vor. Vor allen Leuten zu sprechen, konnte ich auf keinen Fall. Ich konnte spüren, wie alle mich anstarrten. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich brach in Tränen aus und rannte aus dem Raum ins Bad. Ich stand da und schaute in den Badezimmerspiegel. Tränen liefen mir über die Wangen. Plötzlich ging die Badezimmertür auf und ein Mädchen in meinem Alter kam rein. Geht's dir gut? Die Lehrerin hat mich geschickt, dich zu suchen. Ich konnte nicht sprechen, also nickte ich. Ich bin Maddie. Wie heißt du? Amanda. Schön, dich kennenzulernen, Amanda. Warum kommst du nicht mit mir in die Klasse? Wir können uns zusammensetzen. Ich folgte Maddie zurück ins Klassenzimmer und setzte mich neben sie. Keine Sorge, ich werde deine Freundin sein. Du brauchst nicht schüchtern zu sein. Ich schenkte Maddie ein kurzes Lächeln und sie schien wirklich nett und freundlich. Vielleicht wird alles gut, wenn ich sie als Freundin habe. Als der Unterricht zu Ende war, fragte mich Maddie, ob ich mit ihr in die Kantine gehen wollte. Ich weiß nicht, warum du so schüchtern bist. Du bist wirklich schön. Du hast so viel zu bieten. Oh, danke. Findest du das wirklich? Natürlich. Du solltest mehr Selbstvertrauen haben. Ich fing an zu denken, dass Maddie vielleicht recht haben könnte. Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben. Maddie und ich wurden gute Freunde. Mit ihrer Hilfe und Unterstützung begann ich, aus meinem Schneckenhaus rauszukommen. Bald schenkten mir die Jungs auch Aufmerksamkeit. Hey Amanda, du siehst heute aber gut aus. Hey Amanda, setz dich neben mich. Es fühlte sich so schön an, einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Und es war so schön, sich selbstbewusst zu fühlen. Es dauerte nicht lange, bis meine neu gefundene Beliebtheit die Aufmerksamkeit der drei It-Girls auf sich gezogen hat. Man nannte sie die Plastics, wie aus dem Film Mean Girls. Sie setzten sich zusammen aus Sally, Sarah und Shanika. Shanika war die Anführerin. Sie hatte den Ruf, zu jedem gemein zu sein. Man wollte ihr nicht in die Quere kommen. Das erste Mal, dass ich sie traf, war in der Schulkantine. Ich hatte versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen, gerade als ich neu in der Schule war. Aber als ich beliebt wurde, hatte ich keine Angst mehr von ihnen. Ich ging in die Kantine und stellte mich in die Warteschlange hinter ihnen. Hey, ich bin Amanda. Ja, wir wissen das. Du fängst an, hier richtig beliebt zu werden. Ich bin übrigens Shanika. Du kannst dich zum Mittagessen zu uns setzen, wenn du willst. Ich wollte nicht, dass Maddie denkt, ich würde sie fallen lassen. Also dachte ich, ich frage sie lieber, was sie davon hält. Shanika hat mich gebeten, mit ihnen zum Mittag zu essen. Es macht dir doch nichts aus, oder? Nein, schon in Ordnung. Maddie klang nicht sehr überzeugend, aber ich ließ mich davon nicht abhalten. Ich ging zu den drei Mädchen zum Mittagessen. Wir verstanden uns sehr gut und es war so lustig mit ihnen. Ich liebe dein Haar, Amanda. Du musst mir sagen, zu welchem Salon du gehst. Ja, das ist wirklich schön. Es ist mal eine Abwechslung, jemanden an dieser Schule zu finden, der sich um sich selbst kümmert. Die meisten anderen Mädchen sehen aus, als wären sie rückwärts durch die Hecke geschleift worden. Wo wir gerade dabei sind, eines der Mädchen aus meiner Klasse ging vorbei und Sally zeigte auf sie. Siehst du, was ich meine? Ein klassisches Beispiel dafür, wie man sich nicht frisieren sollte. Ich fand eigentlich, dass ihre Haare gut aussahen, aber ich machte mit und lachte mit den dreien. Es dauerte nicht lange, bis ich mehr und mehr Zeit mit den Plastics verbrachte. Ich dachte, Maddie würde sich freuen, aber eines Tages kam sie zu mir und sagte mir, Amanda, du solltest dich vor den Plastics in Acht nehmen. Sie sind keine guten Menschen. Sie nutzen dich nur aus, weil deine Beliebtheit immer weiter steigt. Ich finde sie nett. Warum sagst du so etwas? Weil ich es aus erster Hand weiß. Als ich an diese Schule kam, wurde ich auch immer beliebter. Es dauerte nicht lange, bis die Plastics versuchten, mich zu zwingen, sich ihnen anzuschließen. Es gefiel ihnen nicht, als ich mich weigerte. Du wirst diese Entscheidung bereuen, Maddie. Wir werden dein Leben ruinieren. Shanika brachte ihren Vater dazu, ein paar wirklich schlechte Gerüchte über meinen Vater zu verbreiten, was damit endete, dass er seinen Job verlor. Zum Glück waren andere Firmen bereit, ihn einzustellen, sodass er nicht allzu lange arbeitslos war.
aber eine Zeit lang war es wirklich schlimm. Das stimmt nicht. Sie haben einen Haufen Gerüchte über mich in der Schule verbreitet. Das ist wirklich wahr und sie sind schlecht. Du lügst. Du bist wahrscheinlich nur neidisch, dass sie mich mögen und nicht dich. Ich wette, du willst mich ganz für dich allein haben. Es ist mir egal, was du sagst. Ich werde nicht aufhören, mit ihm befreundet zu sein. Nach unserem Streit wurde ich offiziell eine der Plastics. Ich liebte die Aufmerksamkeit, die wir bekamen, wenn wir durch die Schule liefen. Manchmal stellte ich mir vor, wir wären in einem Film und liefen in Zeitlupe, während alle Jungs uns anhimmelten und die Mädchen uns bewundert anstarrten. Ich fühlte mich immer großartig, ein Teil der Plastics zu sein. Es gab viele Vorteile, ein Teil der It-Girls zu sein. Zum einen wurden die Lehrer nie wütend, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht pünktlich abgaben. Und sie wussten, dass wenn die Plastics sie nicht mochten, sie die ganze Schule sie hassen würde. Wenn ein Lehrer von der ganzen Schule gehasst wurde, machten ihm alle das Leben zur Hölle. Sie würden fast jeden Tag Opfer von Streichen werden. Mir war es eigentlich egal, dass die Plastics auf anderen Kindern herumhacken. Sie waren mir nicht wichtig. Aber eines Tages ging ich ins Klassenzimmer und sah, wie die Mädchen Maddie umringten. Was bist du? Ein Kind? Zöpfe sind so 2009. Stimmt's, Amanda? Ich zögerte eine Sekunde, aber dann sagte ich, ha, duh. Du siehst wirklich so dämlich aus mit diesen Zöpfen, Maddie. Wo ist dein Sinn für Stil? Warum musst du so gemein sein, Amanda? Du magst beliebt sein, du magst den perfekten Körper und ein schönes Gesicht haben, aber du hast den Mund eines Monsters. Schrecklich. Wie auch immer. Ich kann nicht glauben, dass du jemals mit Maddie befreundet warst. Ich auch nicht. Amanda, du hast mich nicht verdient. Maddie stürmte aus dem Raum. Alle brachen in Gelächter aus, als sie gehen sahen. Ich sagte gar nichts. Ich sah nur zu, wie sie den Raum verließ. Ich glaube, dieser Moment war der Punkt, an dem die Plastics anfingen, mir wirklich zu vertrauen. Sie sahen, dass ich mich gegen Maddie auf ihre Seite gestellt hatte. Also begannen sie, mich mehr und mehr einzubeziehen. Sie vertrauten mir all ihre Geheimnisse an. Die erste, die mir was erzählte, war Shanika. Amanda, du kannst doch ein Geheimnis für dich behalten, oder? Klar, Shanika, du kannst mir alles erzählen. Wusstest du, dass ich eine Nasen-OP hatte? Du machst Witz, oder? Ich kann nicht glauben, es sieht so natürlich aus. Ein anderes Mal kam Sarah zu mir. Sie sah ziemlich aufgeregt aus. Oh, ist alles in Ordnung, Sarah? Nein, nicht wirklich. Was ist los? Sarah zögerte zuerst, aber schließlich erzählte sie es mir. Bitte sag es niemandem, aber meine Eltern lassen sich scheiden. Oh nein, das tut mir so leid zu hören. Keine Sorge, ich werde es niemandem erzählen. Ein anderes Mal saß ich im Matheunterricht neben Sally, als ich bemerkte, dass sie die Prüfung in Rekordzeit beendet hatte. Wow! Wie hast du es geschafft, so schnell fertig zu werden? Sie beugte sich vor und flüsterte, lass es niemanden wissen, aber ich war mal ein nationaler Mathe-Champion. Ich war wirklich schockiert über das, was sie verraten hatte. Aber ich versprach es niemandem sonst zu erzählen. Wie auch immer, wir hatten was viel Wichtigeres zu besprechen. Der Abschlussball stand vor der Tür. Alle redeten darüber, wer Ballkönigin werden würde. Es ist offensichtlich, dass Nathan der Ballkönig sein wird. Aber ich frage mich, wer seine Königin sein wird. Amanda, das wirst definitiv du sein. Ihr passt perfekt zusammen. Ich sah zu Shanika hinüber, um zu sehen, ob sie Sallys Worte gehört hatte. Sie sah nicht glücklich aus. Nathan war Shanikas Freund und sie wollte unbedingt an seiner Seite die Ballkönigin sein. Aber Amanda, du weißt doch, dass Nathan mein Freund ist, oder? Natürlich werde ich dann auch die Ballkönigin sein. Verstehen wir uns? Na, das werden wir sehen, nicht wahr? Ich spürte, wie Shanika mir einen bösen Blick zuwarf, als sie wegging. Das machte mich noch entschlossener, die Ballkönigin des Abschlussballs zu werden. Am nächsten Tag ging ich in die Schulkantine und sah Nathan mit ein paar seiner Freunde stehen und ging zu ihnen hinüber und sagte Hallo. Hey, Amanda, wie geht es dir? Ich fühle mich besser, wo ich dich gesehen habe. Ich schenkte Nathan mein strahlendstes Lächeln. Es schien definitiv eine Wirkung auf ihn zu haben. Er fing an, von einem Ohr zum anderen zu grinsen und ich war mir sicher, dass ich ihn ein wenig erröten sah. Wir begannen miteinander zu flirten. Es war so offensichtlich, dass er mich mochte. Aber wir hatten keine Chance, viel mehr zu sagen, bevor Shanika hereinkam und uns entdeckte. Sie kam herangeschritten. Was ist hier los? Worüber redet ihr zwei? Sei nicht so eifersüchtig, Shanika. Ich werde dir deinen Freund doch nicht wegnehmen. Das könntest du auch nicht, selbst wenn du es versuchen würdest. Ha, sei dir da nicht so sicher. Nathan scheint ziemlich glücklich zu sein, mit mir zu plaudern. Versuch nicht, dich mit mir anzulegen, Amanda, sonst wirst du es am Ende bereuen. Shanika packte Nathan am Arm und zerrte ihn weg und ließ mich mit Sally und Sarah zurück. Was ist in sie gefahren? Ach, mach dir keine Sorgen um Shanika. Sie ist auf jeden eifersüchtig, mit dem Nathan spricht.
das ist besitzergreifend. Um ehrlich zu sein, haben wir genug von ihr. Wir denken langsam, wir müssen uns nach einem neuen Anführer für die Plastics umsehen. Dann sucht nicht weiter. Ich bin die Richtige für diesen Job. Wir haben gehofft, dass du das sagen würdest. Du bist mit Abstand das beliebteste Mädchen der Schule. Du bist genau die Art von Mädchen, die wir als Anführerin brauchen. Was wird Chanika sagen, wenn sie degradiert wurde? Oh, mach dir keine Sorgen. Du kannst sie uns überlassen. Sie wird dir keinen Ärger machen. Ich hatte keine Ahnung, was Sally und Sarah zu Chanika sagten. Aber als sie mich das nächste Mal sahen, schenkte sie mir nur ein kleines Lächeln und senkte den Blick. Hey, Amanda, ich habe gehört, du bist jetzt unsere neue Anführerin. Ja, das stimmt, das bin ich. Als der Abend des Abschlussballs endlich kam, zog ich mein wunderschönes neues Kleid an. Seine goldfarbenen Pailletten schimmerten, als ich durch den Raum ging. Alle blieben stehen und starrten mich an. Ich wusste, ich blende alle. Und nun verkünden wir den Ballkönig und die Ballkönigin. Wir standen alle mit angehaltenem Atem da. Nathan und Amanda. Ein riesiger Jubel ging von der Menge aus und ich ging direkt auf die Bühne. Der Direktor reichte mir das Mikrofon und ich begann meine Rede. Ich möchte mich bei Sally, Chanika und Sarah dafür bedanken, dass sie mich in ihrer Gruppe willkommen geheißen haben. Einige von euch werden jetzt denken, dass das, was ich jetzt tue, falsch ist. Rache ist nicht immer die richtige Antwort, aber sie kann sehr süß sein. Die Menge war verwirrt über meine Worte. Sie schauten sich seltsam um. Wisst ihr, ich hatte die ganze Zeit verdeckt gearbeitet. Alle dachten, dass Madia und ich keine Freunde mehr sind, aber in Wirklichkeit hatte ich die ganze Zeit die Plastics infiltriert, um ihr Vertrauen zu gewinnen und ihre Geheimnisse herauszufinden. Ich zeigte auf den Projektor, auf dem jetzt mein Gesicht als Ballkönigin zu sehen war. Ich schaltete ihn an, um die Dia-Show zu starten, und alle sahen zu, wie jedes Dia vorbeizog. Das erste verriet, dass Chanika eine Nasen-OP hatte. Dann erzählte es von Sarahs Eltern, die sich scheiden ließen, und schließlich, dass Sally ein Mathematik-Champion war. Alle brachen in Gelächter aus und fingen an, über die beiden zu tuscheln. Wir sollten aufhören, die Leute zu unterstützen, die einen helfen, beliebt zu werden, wenn sie einfach nur fies sind. Die Menge begann laut zu applaudieren. Maddie, komm bitte auf die Bühne. Maddie ging hinauf und gesellte sich zu mir auf die Bühne. Ich nahm die Krone der Ballkönigin und setzte sie ihr auf den Kopf. Als sie merkte, was ich da tat, lächelte sie mich an und umarmte mich ganz fest. Maddie und ich haben die ganze Zeit nur so getan, damit die Plastics keinen Verdacht schöpfen. Ich würde mich mit Maddie nie zerstreiten. Sie ist meine beste Freundin der ganzen Welt.